Was haben wir heute für ein Datum, dass das die Leute auch wissen? 9. Der 9. Februar haben wir heute. Und wir haben hier tatsächlich Sonnenschein und 15 Grad. Das ist bei uns irgendwie in Karlsruhe, Baden-Württemberg normal die letzten Jahre gewesen, dass wir immer im Februar nochmal so warme Temperaturen bekommen. Was wir jetzt heute machen, ist eigentlich nur wieder die ganz gewöhnliche Winterdurchsicht. Also ich habe da jetzt keine Bedürfnisse, wirklich ins Nest reinzugucken. Es sei denn, da drin ist eine Anomalie, dann muss ich natürlich aufmachen und richtig gucken. Wenn von der Hinterklappe alles okay ist, dann kurzer Kontrollblick. Wenn notwendig, ein paar Leichen ausfegen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist immer dieses Thema Windel. Weil die Windel, die sollte man ja tatsächlich immer mal wieder sauber halten. Also ich habe die Windel jetzt mal grob überschlagen. Das sind so circa 15, 16, 17 Milben. Und das gerechnet auf die Zeitspanne von, glaube ich, 5 oder 6 Wochen. Also sprich, die Oxazo-Behandlung vor Weihnachten hat hier voll funktioniert. Die ganzen Tausenden von Varroa-Milben sind draußen. Und die restliche Anzahl von Milben, wo jetzt drin verbleibt, ist lang nicht mehr schädlich. Die hole ich im Frühling mit 1 bis 2 Drohnenrahmenschnitten dann raus. Die Windel, die mache ich immer hier am Rand sauber. Und wenn doch was klebt, dann muss man halt kurz im Stockmeißel ein bisschen drüber gehen. Im Frühling kommen die Windeln alle raus und dann werden die wieder gesäubert. Und ich lasse das jetzt heute, das Gitter zu ziehen, weil die Bienen sind in der Sekunde so am Fliegen, dass wenn ich jetzt mein Gitter rausziehen würde, damit die Leichen durchfallen, da würde ich mit Sicherheit meine Bienen dann quetschen. Deswegen lasse ich das heute. Ich bin auch überzeugt, dass jetzt speziell bei dem Bienenvolk hier gar keine Leichen sind, einfach aufgrund der Volksstärke. Gucken wir doch mal kurz. Magst du gerade einen Zoom machen? Komm mal näher. Wow. Also besser und schöner geht's einfach nicht. Das ist einfach ein perfektes Bienenvolk mit oder ohne Milben. Hier haben wir ein paar Papierbienen leider. Die machen wir auch gleich weg. So, richtig gut und richtig friedlich. So, diesmal passen wir ein bisschen mehr auf, nicht dass wir noch ein paar Bienen quetschen. Sieht richtig einfach fantastisch aus, das Volk. So, machen wir wieder zu. Was heute jetzt bei dieser Winterdurchsicht auch noch dazu kommt, ist die Überprüfung des Futters. Ich bin mir immer zu 100% sicher, dass ich die Bienen richtig im Spätjahr eingefüttert habe. Einfach aufgrund der Menge, den ich den Bienen gebe. Ich gucke, dass vor dem Winter hier oben 11 Segeberger Rähmchen randvoll sind mit Zuckerwasser bzw. Honig. Das ist bei mir halb-halb. Und trotzdem, selbst wenn man sich sicher ist, dass man es 100% richtig gemacht hat, möchte ich euch den Trick zeigen, wie man jetzt nochmal wirklich genau überprüfen kann, dass die Tiere wirklich genügend haben. Man öffnet hier die Futterkammer, den Deckel. Übrigens läuft hier gerade ein Experiment, ein spirituelles Experiment. Ich habe hier ein Bienenmantra auf dem Volk. Ich möchte explizit sagen, dass das mit Wissenschaft nichts zu tun hat. Das ist eine spirituelle Sache. Und da ich die, wenn überhaupt, nur empirisch belegen kann, lasse ich das jetzt erstmal als Experiment laufen und wirklich dingfeste Aussagen kann ich erst machen, wenn ich mir da sicher bin. Aber jetzt erstmal zur Ansicht, ja, sowas gibt's. Und bei Bivital wird das einfach mal ausprobiert. Zurück zur Wissenschaft. Wir wollen nämlich konkret wissen, wann hat das Bienenvolk zu wenig zu fressen und wann können wir sehen oder wie können wir sehen, dass die Bienen noch genügend haben. Man öffnet hier den Deckel. Und jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, ob man das mit der Kamera sieht. Leuchte mal vielleicht hier in die Seite rein. Sieht man das überhaupt? Oh, das ist zu dunkel. Okay, dann muss ich es natürlich erklären, aber ist nicht so schlimm. Also, wenn wir von oben verdeckelte Zellen sehen, dann können wir davon ausgehen, dass die Wabe von oben bis unten noch verdeckelt ist. Wenn wir, so wie hier an der Seite, vielleicht können wir das hier an der Seite sehen, mit der Kamera, dass hier die Zelldecke
offen sind, also gar keine Zelldeckel vorhanden. Und wir sehen einfach nur Sechsecke ohne Deckel. Das bedeutet, dass die Bienen von unten schon die Wabe hochgefressen haben. Das heißt, wenn ihr Imker euch nicht sicher seid, ob eure Bienen genügend Nahrung haben, dann gucken wir immer von oben ins Volk rein. Und wenn wir hier überall verschlossene Honigzellen sehen, dann haben die Bienen auch noch mehr als genug. Und wenn man jetzt mal hier durchzählt, verschlossen, 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 auch zu, nochmal zu, auch hier ist es zu. Hier auch alle Zellkappen drüber, das heißt eine volle Honigwabe noch. Hier auch, da sind jetzt an der Seite ein paar offen, da haben sie schon gefressen. Aber wenn ich hier in die Mitte reinschaue, ja, hier auch alles zu und verschlossen. Und hier an der Seite ist offen, hier ist etwas offen, aber hier ist wieder zu. So, wenn wir jetzt noch mal kurz rauszoomen, dann kann ich das erklären, wieso das so funktioniert. Weil euer Bienenvolk ist übrigens völlig egal, ob das jetzt ein Natursystem ist oder ein Kastensystem, ein Bienenkorb, ein Baumstamm oder eine Mülltonne, wo die Bienen drin hausen. Es ist immer dasselbe Prinzip. Ein Bienenvolk lagert den Honig nach oben ein. Das heißt, wir haben vor dem Winter den ganzen Futterraum immer nach oben. Die Bienen sitzen unten drunter, auf den leeren Waben sozusagen. Und das Bienenvolk ernährt sich, ich mache mal den Deckel weg, das Bienenvolk ernährt sich jetzt Step by Step von unten nach oben. Das heißt, die Futterwaben werden von unten nach oben leer gefressen. Bedeutet, wenn wir von oben schauen und wir sehen eine komplette Verdeckelung, dann war das Bienenvolk noch nicht an dem Punkt, dass es hochgezogen ist. Bedeutet für uns in der Praxis, wenn oben verdeckelt ist, dann ist die Wabe im Regelfall noch mindestens bis hierhin auch verdeckelt und die Bienen waren noch nicht da. In richtige Probleme kommen wir, wenn oben alle Zelldeckel offen sind, weil dann müssen wir folgerichtig zu 100% davon ausgehen, dass auch in den unteren Bereichen jedes Futter schon weggefressen ist. Und das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist das, was ich jetzt mit jedem Bienenvolk dann heute und morgen mache an meinen Bienenständen. Die Klappe wird geöffnet und dann wird oben durch die Folie kurz abgezogen oder direkt durch die Folie durchgeschaut, ob noch Futterkappen zu sind, und wenn alles gut ist, dann bauen wir das ganze Volk wieder zusammen. Stockharte rein, Mantra rein, Deckel zu, gucken, dass man keine Biene einklemmt, und Klammer wieder drauf. Der nächste Volksrhythmus ist übrigens jetzt hier wieder in den nächsten 6 bis 8 Wochen, und was natürlich auch dazu gehört, sage ich auch gleich, einmal um das Bienenvolk immer rumgehen. Wir haben auch mal Tiere, die dran nagen. Also Thema Specht etc. Da muss man halt mal dann schauen, dass die Kiste ganz geblieben ist. Und ja, ansonsten nicht. Ich glaube, mehr gibt es in dem Video nicht zu sagen. Hat mich gefreut, dass ihr es angeschaut habt, und bitte abonnieren. Danke.